Hi, ich bin Lenny und das ist Anastasia. Wir sind die neuen Praktikanten bei Studio Lev und wir nehmen euch heute mit auf die Eröffnung vom Museum der Bedeutung und die offene Probe von unserem neuen Theaterstück Nichts. Doch, was ist das Museum der Bedeutung überhaupt? Und was hat das mit diesem Stand auf sich? Also wir machen hier die Bedeutungssammelstation. Wir sind quasi das Begleitprogramm von dem Sommerstück Nichts und wir suchen nach Bedeutung. Genau. Gegenständen mit Bedeutung. Nach Gegenständen, die für Menschen irgendwie Bedeutung haben und haben dann so Formulare, genau, die man ausfüllen kann. Dann Formulare ausfüllen. Wir haben hier zwei verschiedene und dann geht es einfach darum, dass wir diese Gegenstände sammeln, aber nicht als wirkliche Gegenstände, sondern die irgendwie so künstlerisch umsetzen. Wir haben da so eine malen, Zeichenstation oder und eine Abformbar, ja, wo man das abformen kann und man kann auch so Audio Aufnahmen machen, wo man den Gegenstand irgendwie beschreibt oder irgendwie wiedergibt. Ja, und das ist ein Begleitprogramm zum Theaterstück Nichts. Und genau, wir haben drinnen auch schon unsere Ausstellung von gesammelten Objekten. Nach der Eröffnung des Museums ging es dann auch schon mit der offenen Probe los. Während der offenen Probe konnten die vielen Zuschauer live miterleben, wie so eine Theaterprobe abläuft. Es wurde viel gesungen und natürlich auch getanzt. Nach der Probe gab es eine Fragerunde mit dem Cast und der kreativen Leitung des Stücks. Anschließend wurde sich im Foyer noch fleißig über die Probe ausgetauscht. Wir haben uns ein paar Leute geschnappt und ihnen ein paar Fragen gestellt. Unsere erste Frage war: Wie hat dir die Probe gefallen? In Erfahrung mit Schultheater, aber das hier ist doch eine ganze Ecke professioneller. Ich freue mich über die lockere Stimmung. Man hat offensichtlich eine sehr gute Teamarbeit mit mehreren Profis und eben gecasteten Jugendlichen. Also das ist voller Einsatz da. Ja, also es war echt war ein toller Eindruck so. Ich wusste ja vorher auch noch gar nicht, ob ein kompletter Durchlauf vielleicht auch schon gemacht wird. Das war ja jetzt nicht so, sondern eben so ein paar Szenen so, die zusammen waren, und war aber trotzdem super toller Eindruck. Also ich fand die offene Probe richtig cool, vor allem, weil es meine einzige Chance ist, den Cast von vorne zu sehen, weil ich dann immer in der Band auch auf der Bühne stehen werde. Deswegen, es war richtig nice, eine einmalige Gelegenheit. Ich wurde so eine halbe Stunde vorher von vorne angeschrieben, ob ich hier schon mal hinkommen möchte. Und ich hatte eigentlich wirklich eine große oder kleine Erwartung, aber ich habe mich echt, also ich habe wirklich gefreut, hat wirklich Spaß gemacht, war sehr witzig, die Leute waren sehr sympathisch. Und ja, ich war jetzt am Ende im Endeffekt echt froh, dass ich hier war. Also hat mir echt gut gefallen. Und was hat sie während der Probe überrascht? Ich fand es einfach mega witzig. Ich hatte nicht gewusst, dass es so lustig wird. Ich dachte, das ist ja auch echt ein bisschen ein ernstes Thema und so, das Buch. Aber ich habe echt die ganze Zeit irgendwie gelacht, weil die es auch richtig lustig einfach dargestellt haben. Ja, ist voll die Komödie. Ist ja schon auch ein recht schwerer Stoff. Und dann hattet ihr dann aber auch so kleine humoristische Elemente drin, so dass dann irgendwie der Jesus, also die Jesus-Statue, die ja von dem Schauspieler auch gespielt wurde, das dann stolpert und so. Und ja, also mit sowas habe ich halt nicht gerechnet und das finde ich, dass das echt das toll auflockert. Ich kenne das Stück nicht. Ja. Ich kenne auch den Roman nicht und weiß nicht genau, welche Stellen jetzt heute gespielt worden sind und welchem Zusammenhang die mit dem ganzen Stück stehen. Also ich fand diese Jesus-Szene schon ganz schön provokant. Die katholischen Geistlichen wären nicht so ganz begeistert gewesen. Ja. Wie das jetzt dann in dem Stück eingeordnet ist, es war ja da irgendwie auch ein Hund in Bewegung. Das habe ich alles noch nicht so ganz begriffen, aber ich komme ja zur Premiere. Und werden Sie sich nun auch das ganze Stück ansehen? Auf jeden Fall. Ich habe meine Karte. Jetzt habe ich urlaubsmäßig da bin, aber an sich definitiv. Das hat mich ja wirklich überrascht. Ich würde gerne kommen. Ja, also ich bin dann in der Band dabei. Ich spiele Geige in der Band und ich freue mich auch schon mega drauf. Weil, genau, auch einfach mit den Leuten, auch mit Christiane so Musik zu machen, das macht sehr, sehr Spaß. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, das ganze Stück zu sehen, dann schau doch auf unserer Internetseite studiolevkassel.de vorbei für mehr Infos.
Das war's auch schon. Ciao.